Hallo, mein lieber Stier, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Stiere. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Stier, hier zeigt sich gerade ein Schweigen, eine Stille. Vielleicht ist das auch vielleicht wartet man hier auch, es kann ein Kommunikationsthema sein. Das wollen wir uns doch mal ein bisschen näher ansehen, worum es hier ganz konkret geht oder was das Universum da noch zu sagen hat. Ah, okay. Das ist irgendwie die Ruhe vor dem Sturm, habe ich so das Gefühl. Also sehr, sehr spannend. Und was ich hier auch sehe, ist, du bereitest dich hier auf irgendetwas vor. An sich steht das hier für das Aufladen der eigenen Energie, beziehungsweise auch Vorbereitung, Aufbau. Ja, also ich glaube, du bereitest hier etwas vor und tendenziell sind hier vermutlich auch andere Menschen, also zumindest eine weitere Person involviert, und du bereitest hier etwas im Stillen vor, also das kann ich hier wahrnehmen. Ob das jetzt, also ja, viel mehr bekomme ich da jetzt nicht heraus, dass manchmal redet man auch einfach weniger miteinander und manchmal wieder mehr, ja, also da geht es mehr um die Feststellung, ist vielleicht auch ganz gut, vor allem wenn es ja vielleicht um vertrauliche Informationen geht oder wenn du irgendetwas, ja, vielleicht ist das hier auch irgendetwas, das du veröffentlichen möchtest, wo es dann natürlich auch immer ratsam ist, wenn dann nicht zu viele darüber Bescheid wissen. Ja, also das kann es natürlich auch sein. Bei dir kann man hier auch wahrnehmen, du bist hier in einer Übergangsphase, irgendetwas wird hier abgeschlossen und irgendetwas hat bereits begonnen. Und dieses Ende, das zieht sich tendenziell schon, denn ich habe hier nämlich auch den Hinweis, zum einen, dass sich dieses Ende zieht, dass sich hier irgendetwas querstellt, beziehungsweise dass hier auch bei einigen, dass sich hier eine Person oder mehrere Personen zeigen, die hier eben ganz gerne auf die roten Knöpfe drücken, ja, und ja, das ist natürlich mühsam, wenn hier schon etwas Neues begonnen hat und hier nur man irgendetwas noch mitschleppt, das eigentlich schon dem Ende zugeht. So wie ich das sehe, geht es aber jetzt auch darum, dass diese Sache hier finalisiert wird. Und dann habe ich hier noch eine sehr, sehr schöne Botschaft für dich, mein lieber Stier. Wenn wir in die Außenschau gehen, ja, wir schauen uns deine Situation ja auch immer von außen an. Wie sieht das von außen aus? Dann kann man hier ganz klar sehen, du bist am absolut richtigen Weg. Sehr, sehr viele folgen hier der eigenen Bestimmung, Berufung, ja, dem Lebenssinn ganz allgemein gesehen. Ja, du folgst hier irgendetwas, das dir auch bestimmt ist, beziehungsweise machst hier irgendetwas. Also du wirst mehr und mehr zu deinem wahren Ich, ja. Also ich meine, natürlich ist man immer man selbst, aber es geht ja auch um eine gewisse Zufriedenheit, die sich hier auszubreiten beginnt. Ja, also Zufriedenheit auch mit sich selbst und mit dem eigenen Leben. Und
das ist wirklich sehr, sehr schön. Und für manche ist es hier eben auch der Schritt, etwas zu machen, wo vielleicht eben, ja, das viele vielleicht nicht so verstehen oder wo man vielleicht auch ein bisschen heraussticht mit dem Ganzen, was aber einfach für einen selbst sehr, sehr wichtig ist. Und das ist wirklich, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft und das freut mich wirklich sehr, hier auch zu sehen. Ja, mein Stier, wir schauen jetzt mal in die Blockaden. Was stellt sich hier aktuell quer? Diese Blockaden, die sind ja auch bereit aufgelöst zu werden und die sorgen eben genau in der aktuellen Situation für Verzögerungen und Stillstände. Und wenn sie dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise wieder Erleichterung ein und deine Angelegenheiten kommen wieder mehr und mehr in den Fluss. Wir schauen im Anschluss dann natürlich in die Lösungsimpulse und abschließend noch in die Tendenz. Also was kommt hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zu? Es ist aber durchaus möglich, dass sich hier das ein oder andere Thema zeigt, das dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon aufgelöst werden zu können. Ja, auf deiner Ebene haben wir ein ganz klassisches Thema. Da geht es um Stress, innere Unruhe. Vielleicht einfach sehr viele Baustellen, sehr viel zu tun, vielleicht auch ein bisschen Ungewissheit, ja, wie man etwas angehen soll, das kann das natürlich auch sein, ja, dass sich hier zeigt, das ist natürlich klar. Wenn wir das hier sehen, dass sich das auch als Blockade manifestiert, da fällt es dann natürlich auch schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Also je nachdem, wie ausgeprägt das ist, und es lenkt einen schon auch ab. Ja, und es kostet auch viel Energie. Das heißt jetzt aber nicht, dass du dir hier Vorwürfe machen solltest. Solche Situationen kommen einfach zustande. Wichtig ist, dass man sie erkennt, denn dann kann man auch etwas machen. Und gerade wenn es hier um innere Unruhe geht, also sollte das dein Thema sein, dann ist es natürlich eine Überlegung wert, ob man sich hier nicht täglich ein paar Minuten Zeit nimmt, um gezielt Atemübungen zu machen oder eben zu meditieren. Ja, also das ist etwas, mit dem man sich selbst sehr, sehr rasch helfen kann, auch wieder mehr in die innere Mitte zu finden. Ja, also das gerade wenn es schnell gehen soll. Es gibt wirklich sehr, sehr kurze Meditationen, die wirklich enorm viel bewirken können. Es kann aber auch einfach sein, dass hier einfach viel los ist. Ja, also das ist einfach wichtig, dass dir das bewusst wird. Und auch der Zeitfaktor spielt hier auch eine Rolle. Ganz spannend. Bei der Steinbocklegung habe ich etwas Ähnliches gesehen. Da ging es aber mehr um eine sehr schwere Last. Diese Legung erscheint auch am selben Tag wie deine Legung, also solltest du Steinbock in deinem Profil haben, schau da auch gerne mal vorbei. Ja, und hier geht es einfach eben auch darum zu erkennen, wo kommt diese Unruhe her und wie lange hält denn das noch an? Kann man das absehen? Und wenn du sagst, man kann es irgendwie nicht so absehen, dann ist es natürlich mal auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, kann man hier selber dafür sorgen, dass das aufhört? Ja, also die Faktoren, die dazu beitragen, beziehungsweise wenn das eine temporäre Angelegenheit ist, dann hat man ja auch ein Datum in Aussicht, wann sich hier wieder was verändert. Und das kann auch schon sehr viel Druck aus dem Ganzen herausnehmen. Schauen wir mal weiter. Du wartest hier offenbar auch auf Neuigkeiten. Vielleicht bereitest du dich auch darauf vor. Hier liegen gute Neuigkeiten in den Blockaden. Das heißt, irgendetwas bei dir muss hier noch in Bewegung gebracht werden, beziehungsweise habe ich das Gefühl, du bringst hier auch gerade einiges in Bewegung. Ich sehe hier positive Neuigkeiten liegen für dich, mein lieber Stier. Das heißt, dass du hier bei irgendetwas erfolgreich oder tendenziell erfolgreich sein sollst. Ja, Achtung, das ist eine Kartenlegung.
Versprechen kann ich das natürlich nicht. Ja, aber ich denke, das ist ja ohnehin klar. Wir können hier Tendenzen auslesen, ja, also sehr hohe Wahrscheinlichkeiten. Und hier sieht alles nach positiven Neuigkeiten aus, die aktuell noch blockiert sind. Und ich glaube, dass das einfach eine ganz natürliche Blockade ist, weil wir hier auch diese Vorbereitung haben, ja, also diese mysteriöse Vorbereitung. Ich meine, du weißt wahrscheinlich ganz genau, was das ist, ja. Ich kann das natürlich nicht sehen, weil, und beziehungsweise ich weiß es nicht, weil ich ja deine Situation nicht kenne, aber wichtig ist, dass du dich hier natürlich auskennst. Schauen wir mal weiter. Ja, dann geht es hier noch um das Umfeld, mein lieber Stier. Und da grübelst du über irgendetwas. Ja, irgendetwas möchtest du erfahren. Vielleicht geht es hier um eine offene Frage, vielleicht auch irgendetwas, ja, irgendetwas Ungeklärtes. Und das beschäftigt dich aktuell enorm. Und das Universum sagt hier, ja, also diese Information wird eines Tages zu dir kommen. Aber eben noch nicht jetzt. Ja, also ich weiß, wenn man eine Information haben möchte, dann möchte man sie einfach haben und dann möchte man nicht mehr warten. Das Universum möchte dich hier auch nicht ärgern. Ja, also das ist ja bereits in Bewegung. Also das kommt zu dir, das liegt auf deinem Weg. Wichtig ist, dass du auf deinem Weg weitergehst. Ja, diese Information liegt dort. Du wirst es erfahren. Ja, also du wirst das erfahren. Eben noch nicht jetzt, und das sagte das Universum eben auch, dass du hier nicht zu viel Energie hineinschüttest, ja, in dieses Grübeln, weil du ja auch noch andere Dinge vorhast. Wir haben hier eben auch den Hinweis, dass sich hier viele der eigenen Bestimmung zuwenden und hier auch etwas in eine Umsetzung bringen. Das können ganz kleine Vorhaben sein, also vermeintlich kleine Vorhaben, und auch ganz große Vorhaben. Und hier soll deine Energie jetzt hinfließen. Diese Information, die du so gerne haben möchtest, also über eine andere Person oder von einer anderen Person, die wird auf irgendeinem Weg zu dir finden. Ja, also das sagt das Universum hier. Ja, also auch, dass du hier einfach ein bisschen loslassen kannst. Wir schauen jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, mein lieber Stier, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Sollte sich hier eine Entscheidung zeigen, das sage ich auch immer wieder dazu, eine Kartenlegung, egal ob individuell oder allgemein, nimmt dir natürlich zu keinem Zeitpunkt eine Entscheidung ab. Ja, die triffst du immer final selbst, denn nur du bist der Chef deines Lebens und nur du weißt, was für dich richtig ist und was eben nicht. Und wir wollen jetzt mal erfahren, was das Universum hier vorschlägt. Ja, bleiben wir hier gleich mal bei den guten Neuigkeiten, die hier in den Blockaden liegen. Das Universum sagt, was hier auch wichtig ist, ist irgendwo Grenzen setzen. Beziehungsweise, da geht es eben auch darum, irgendetwas zu schützen in weiterer Folge. Ich nehme an, du weißt, was das ist. Das hängt hier auch mit der Ausgangssituation zusammen. Also du bist hier bereits am richtigen Weg. Du bewegst dich offenbar darauf zu. Kann sein, dass hier bei manchen vielleicht jemand sehr neugierig ist oder nachfragt oder nachbohrt, ja, und lass dich hier nicht aus der Ruhe bringen, mein lieber Stier. Bestimmte Dinge sollen privat bleiben, das bekomme ich hier auch irgendwo heraus, ja. Achte auf deine Grenzen und du musst nicht alles preisgeben. Ich meine, das weißt du ohnehin. Es kann nur einfach sein, ja, weil wir diese Information bekommen, dass hier jemand auf dich zukommt. Eine Person, die sehr geschickt ist mit Worten, also rhetorisch sehr begabt. Und da kann es dann natürlich sein, dass hier jemand etwas herauskitzelt und dass du, ja, worüber du vielleicht nicht reden wolltest oder hin und her. Und da ist es einfach ein guter Hinweis, wenn uns das Universum sagt, pass hier mal auf, ja. Beziehungsweise setze Grenzen. Und das soll auch offenbar dazu führen, dass sich hier diese Blockade löst. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jemandem vor den Kopf stoßen sollst oder dergleichen. Das kann man natürlich auch sehr sanft machen. Aber wichtig ist, wahre deine Grenzen und bis hierhin und nicht weiter. Ja, also das ist irgendwie die Information.
ja, auf deiner Ebene, was diese Unruhe betrifft, mein lieber Stier, da bekommen wir auch den Hinweis, also im Prinzip dasselbe, was ich gesagt habe, es ist wichtig, dass du hier bewusst Ruhephasen in deinen Alltag einplanst. Ja, das ist ganz, das hat aktuell eine hohe Priorität für dich. Auch wenn hier gerade viel zu tun ist, ja, und hier gerade auch diese Umbruchstimmung ist, der Neuanfang ist bereits da, kann sich noch nicht so recht entfalten wegen dieser Sache, die hier noch offen ist, ja, die aber abgeschlossen werden soll. Und dass das eben abgeschlossen werden soll, deshalb ist es auch so wichtig, dass du dich hier erholst. Das heißt auch nicht, dass du hier alles hinschmeißen sollst. Ein paar Minuten am Tag, ja, je nachdem, was bei dir los ist, die können schon so viel ausmachen, das glaubt man gar nicht. Wichtig ist aber, dass man es macht und dass man auch wirklich, wirklich schaut, dass man das täglich praktiziert. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, ja, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und wird auch, wird dafür sorgen, dass sich diese Blockade löst. Achtung, ja, egal, es hängt jetzt auch davon ab, wie hoch diese Unruhe ist. Das kann natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das ist hier ein Prozess und es geht eben auch darum, diese Erholung, dieses Runterkommen zu praktizieren und wirklich in den Alltag einzubauen. Und ein paar Minuten am Tag, das kann man sich freischaufeln. Ja, also das ist wirklich, da geht es eben auch um dein Wohlbefinden und das ist wirklich das Allerwichtigste, denn dann hast du auch einen klaren Blick. Dann wird die Sicht klar und vieles wird dann, viele Probleme werden sich wie von selbst lösen, ja, und vieles wird dann wirklich zack, zack, zack erledigt sein. Und das, deshalb ist das hier jetzt auch so wichtig, mein lieber Stier. Wir schauen jetzt noch ins Umfeld und da geht es um eine zwischenmenschliche Situation. Da geht es um irgendetwas, das liegt, glaube ich, in der Vergangenheit, irgendein Zerwürfnis. Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass es hier eben auch um diese Information geht, die hier noch offen geblieben ist. Also vermutlich eine Person, mit der du nicht mehr in Kontakt bist oder eben vielleicht auch aktuell nicht in Kontakt bist. Ich glaube, bei den meisten ist das hier eine Angelegenheit, die schon länger her ist, dich aber aktuell einfach beschäftigt. Also, und da sagt das Universum, es hat einen Grund, warum hier kein Kontakt mehr besteht, ja, und es ist wichtig, sich jetzt eben aus der Distanz, deshalb glaube ich eben auch, dass das schon länger her ist, also nicht gerade erst geschehen ist, sondern irgendetwas aus der Vergangenheit ist, was gerade einfach aus irgendeinem Grund brandaktuell bei dir ist. Es ist wichtig, sich das jetzt aus der Distanz noch einmal anzusehen, ja. Und da kann es dann sehr gut sein, dass du hier eben eine Erkenntnis hast, ja. Also, dass diese Information hier vielleicht schon zu dir kommt. Kann sein, muss aber nicht. Also, ich glaube, das wird hier, könnte hier bei ein paar der Fall sein. Wichtig ist, ja, also eben diese, sich das noch einmal anzusehen mit einer gewissen Distanz, stellt hier bestimmte Weichen, dass diese Information zu dir gelangen kann. Und es geht hier eben auch darum, damit Frieden zu schließen, auch zu erkennen, wie lange ist denn das schon her? Das ist hier entscheidend. Wie lange ist das her? Und was ist hier konkret geschehen? Ja, also das kann man hier auch sehen. Natürlich kann es bei einer ganz kleinen Gruppe auch sein, dass es hier wirklich um ein Zerwürfnis geht und man sich hier die Frage stellt, sollte man hier eine Versöhnung wagen? Vielleicht geht es hier um eine Freundschaft, vielleicht geht es um irgendetwas Familiäres. Irgendetwas kann ich hier auf jeden Fall sehen. Für die meisten ist das hier aber die Information, sich eben aus der Distanz jetzt zuerst klar machen, wie lange ist das her und noch einmal in Ruhe drauf zu schauen, darüber nachzudenken, was ist da geschehen. Da sehe ich eben auch, dass ich hier eine Art Frieden einstellen soll. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend, mein lieber Stier. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und das ist wirklich spannend. Also ich habe hier zweimal ein Ende liegen, beziehungsweise auch ein Loslassen. Und dieses Loslassen, ja, also das ist hier sehr, sehr wichtig. Man kann hier als zentrale Energie auch wahrnehmen,
dass du hier irgendetwas hinter dir lässt. Also ich nehme an, da wird es vermutlich um diese zwischenmenschliche Situation gehen und du kannst damit abschließen, ja? Also irgendwie, es ist dann einfach zu Ende. Also auch wenn das schon lange zu Ende ist und es ist nicht mehr so präsent. Also dieses Gefühl habe ich hier einfach. Und ich glaube auch, dass das hier, auch wenn dieses Ende, was sich hier zeigt, vielleicht ist das hier auch eine längere Geschichte, die sich noch ein bisschen zieht, dass hier dann auch einfach mehr Raum entsteht für dieses Ende. Vielleicht haben Anfang und Ende, die wir hier sehen, insgesamt zu wenig Raum. Ja, vielleicht eben ist diese dritte Angelegenheit, die wir hier noch sehen, vielleicht nimmt die einfach gerade sehr viel Raum ein und muss als erstes oder sollte als erstes abgeschlossen werden. Denn auch auf der Ebene des Umfeldes, mein lieber Stier, können wir hier sehen, dass hier eine Erleichterung stattfindet. Du lässt hier irgendeine Last hinter dir. Du wirst dich hier sehr befreit fühlen und offenbar kannst du diese zwischenmenschliche Situation aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Dafür ist es eben noch wichtig, ganz bewusst aus der Distanz nochmal drauf zu sehen. Deshalb sage ich das jetzt auch noch einmal. Das scheint hier sehr wichtig zu sein, denn ich sehe hier eine große Erleichterung liegen. Ja, so ein Gefühl von, boah, dieser Brocken liegt jetzt endlich hinter mir. Das ist hinter mir, das trage ich jetzt nicht mehr mit. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die wir hier in der Tendenz haben. Ja, und dann schauen wir noch auf deine Ebene. Da kann man einfach auch erkennen, dass hier eine Ruhe wieder einkehren soll, beziehungsweise eine klare Sichtweise. Ja, was für dich hier auch als Zusatzinformation wichtig sein wird, mein lieber Stier. Es geht bei dieser Angelegenheit, die sich hier in der Tendenz zeigt. Ich nehme an, dass das hängt ja auch mit diesem Anfang und Ende zusammen, eben mich vermutlich auch mit diesen guten Neuigkeiten. Es ist wichtig, mehr auf Zahlen, Daten, Fakten zu schauen und nicht zu sehr zu bewerten, ja, also weil wir hier auch dieses Beispiel haben mit dem, ist das Glas halb voll oder halb leer, sondern es geht mehr darum, das ist ein Glas, was ist da drinnen, um was geht es genau und das konkret zu definieren, ja, also das ist hier auch eine wichtige Information und du wirst hier einiges klar erkennen können, wenn du hier eben auch schaust, dass du hier dafür sorgst, dass sich diese innere Unruhe zumindest ein Stück weit wieder auflöst, ja, und du kannst hier wirklich etwas machen. Ein paar Minuten am Tag, mein lieber Stier, die können wirklich sehr, sehr viel verändern. Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.